So, herzlich willkommen zur Sprechstunde Plötzlich Digital, die Sommeredition zum Thema Gather Town mit Aris von D3, so geht digital, im Rahmen unseres Open Transfer Camp Patenschaften. Aris, ganz kurz, herzlich willkommen auch an dich und an alle anderen. Leg los. Ja, hallo. Herzlich willkommen bei der Plötzlich Digital-Sprechstunde Nummer 31. Vielleicht kennen ja einige von euch schon das Format. Wir treffen uns normalerweise immer alle 2 Wochen und bringen ein Tool mit, beziehungsweise Gäste bringen ein Tool mit, das sie uns zeigen. Ich bin Aris von D3 So geht digital. Wir sind ein Projekt der Stiftung Bürgermut und widmen uns voll und ganz der Digitalisierung des dritten Sektors, vor allem auf Basis von Erfahrungsaustausch und Peer Learning, aber wir haben auch ein Magazin, in dem wir ganz viele spannende Autorinnen haben, die uns regelmäßig mit neuen Insights versorgen. Und ich habe heute ein besonderes Tool mitgebracht. Ich habe Gather Town mitgebracht. Das ist auch nicht ganz ohne Vorgeschichte, wie ich gerade schon kurz vor der Aufzeichnung erwähnt hatte. Wir haben letzte Woche unser großes Community-Event über Gather Town abgehalten und haben so ein paar Do's und Don'ts gelernt, haben geschaut, okay, was kann das Tool, was konnten wir damit erreichen, wo sind vielleicht auch Grenzen, wo man überlegen sollte, ob man dieses Tool verwendet. Ich steige einfach mal ein, so von der groben Struktur würde ich das heute so gestalten. Input gern erstmal über den Chat oder auch einfach laut machen und melden über den Chat. Da wird Gianni vor allem mich unterstützen und mitlesen. Ich gebe jetzt so vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten Input und würde gerne nachher in Austausch mit euch, weil ich auch ganz sicher bin, dass bestimmt die einen oder anderen von euch auch Fragen mitgebracht haben, für die wir dann im Anschluss hoffentlich genug Zeit haben. Ich lege mal los. Es ist das Summer Special, deshalb sind wir heute auf dem Open Transfer Camp Patenschaften. Ich bin gerade, das sage ich nochmal für alle, ich musste von zu Hause fliehen aufgrund von externen Gründen, die nicht in meiner Macht lagen. Deshalb bin ich in einem Café. Vielleicht hört ihr deshalb das ein oder andere Hintergrundgeräusch. Ich bitte das zu entschuldigen. Genau, wir legen mal los. Wer bin ich? Genau, das habe ich gerade schon was gesagt. Ich bin Aris, ich komme von D3 SoGe Digital, bin dort Projektkoordinator und wenn ihr mich nicht in der Sprechstunde seht, dann wahrscheinlich beim Vorbereiten von irgendwelchen Community-Aktivitäten oder von einem zukünftigen Event. Was ist Plötzlich Digital? Dazu habe ich auch schon ein bisschen was gesagt. Genau, normalerweise sind das immer 45 Minuten Peer-Learning. Wir stellen die Tools nicht selbst vor, sondern haben eigentlich immer Praktikerinnen. Heute ist es ein Special, das heißt, heute habt ihr mal das Vergnügen, mit D3 direkt quasi eine Toolvorstellung zu machen. Sonst laden wir Praktikerinnen aus dem sozial-digitalen Bereich ein, die uns dort zeigen, was sie gelernt haben, was man vielleicht wiederholen sollte, was vielleicht auch nicht. Und es geht immer nur um Tools, es geht nicht um große heuristische Fragen der Digitalisierung, sondern es ist immer Praxis en masse. Und Screenshare ist die Konstante, das heißt, es geht vor allem darum, dass die Leute zeigen, wie wenden wir das Tool an, wie kann man das Tool anwenden. Und das geht eben am einfachsten bei Software in der Regel durch den Screenshare. So viel dazu. Ich würde gerne mal kurz, Gianni, vielleicht kannst du mal kurz die Ansicht wechseln. Ich beende kurz den Screenshare und zwar von euch wissen, wer schon einmal Gather Town genutzt hat. So, genau. Oh, da spinnt mein Zoom ein wenig. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ich sehe euch nämlich. Ja, genau. Gianni, ich habe aus irgendeinem Grund nicht die Screenshare-Leiste. Genau, jetzt klappt. Jetzt, wir Jetzt hast sehen du dich bekommen. und wir sind jetzt alle Perfekt. wieder da. Vielleicht würden alle, die Gather Town noch nie genutzt haben, einmal kurz den Finger so frech auf die Kamera legen. Ich finde das immer ganz visuell, ganz schön. Genau. So. Ja, ein durchwachsenes Bild. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gellertown-Neulinge. 7. Henrik hat vielleicht auch einfach seine Kamera nicht an. Ja, spannend mal zu sehen. Also so ungefähr eine gemischte Gruppe. Ich gehe mal wieder zurück zur Präsentation. Und vielleicht für diejenigen, die jetzt Gellertown auch noch nicht genutzt haben, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, was ist das überhaupt? Das ist eine interaktive 2D-Welt. Das heißt, ihr bewegt euch in einer Spielewelt. Viele kennen das vielleicht aus der Kindheit von einem Spiel wie Zelda oder Mario. Man bewegt sich mit den Pfeiltasten durch eine virtuelle Welt. Im Kern ist es eigentlich ein Videochat mit integrierten Objekten. Das heißt, ihr habt Objekte, mit denen ihr interagieren könnt. Das kann ein Whiteboard sein, das kann ein Spiel sein, das kann eine Zoom-Konferenz sein, eine externe. Und ihr könnt aber auch mit anderen Teilnehmern interagieren. Und das Besondere daran ist eben, dass durch diesen Videochat und durch das freie Bewegen in der Welt ein tatsächliches Gefühl von ja, einer natürlichen Interaktion aufkommt, weil man begegnet Leuten tatsächlich auf Wegen, in einem Konferenzraum und man kann sich aber auch wieder entfernen. Das heißt, man hat diese Interaktion, die man sonst im Digitalen, das ist eigentlich sehr, alles sehr eindimensional. Hier im Zoom-Raum sind wir jetzt alle gemeinsam und wir können uns jetzt weder entfernen noch annähern, sondern
ja, wir sind alle gleich viel im Raum. Und in Gathertown ist das eben diese Raumkomponente, macht das eine ganz attraktive Option, um Events ein bisschen aufzumischen. Sehr attraktiv ist auch, dass sich Räume individuell anpassen lassen. Sprich, ihr könnt euch da einen Konzertraum schaffen, ihr könnt dort einen Meetingraum schaffen, ihr könnt eine Spielecke schaffen und könnt somit in einer Veranstaltung auf einer Plattform verschiedene Nutzerszenarien kombinieren. Und es ist vor allem kostenlos bis 25 Teilnehmer. Das heißt, für viele Teilnehmende, für viele Organisationen ist auch der Kostenfaktor wichtig. Wenn ihr kleinere Events plant mit bis zu 25 Teilnehmenden, könnt ihr die volle Power von Gathertown nutzen, ohne dafür zu zahlen. So viel zu den Upsides. Was könnt ihr mit Gathertown machen? Dazu habe ich gerade schon was gesagt. Ganz klassisch sind das Events. Ihr könnt jetzt eine große Konferenz da abhalten. Da könnt ihr kleinere Breakout-Sessions organisieren. Ihr könnt eine Hauptbühne schaffen. Ihr könnt verschiedenste Areale auch markieren, um zum Beispiel, keine Ahnung, auf der einen Seite könnten sich Leute austauschen, die jetzt eher in der sozialen Arbeit sind, auf der anderen Seite könnten sich dann, wäre dann vielleicht ein Raum für die Geschäftsführenden oder wie man das auch immer strukturieren will. Dann kann man da Coworking machen. Ich kenne auch einige Organisationen, die quasi ihren Arbeitsplatz tatsächlich nachgebaut haben während Corona-Zeiten, weil das Räumliche fehlt ja. Man kommt nicht mehr ins Büro. Also kenne ich eine Organisation ganz sicher, die ihr gesamtes Büro auf einmal in einer virtuellen Plattform nachgebaut haben, sodass die Leute tatsächlich morgens durch die Plattform ins Büro gehen. Ganz oft wird Gathertown aber auch zum Austausch genutzt. Da war der DSE, da, nicht die DSE, sondern der Digital Social Summit, der DSS, ein gutes Beispiel. Da gab es, vielleicht waren da ja auch einige, einen riesigen Austauschbereich. Und last but not least, Teambuilding. Da meine ich vor allem verspieltes Teambuilding. Es gibt verschiedene Spiele, die man gemeinsam spielen kann. Man kann aber auch solche Spiele machen, wie sich in einer Reihe aufstellen, je nachdem, ob man heute Morgen gefrühstückt hat oder nicht. Alle, die gefrühstückt haben, kommen an den linken Rand. Alle, die nicht gefrühstückt haben, an den rechten. Also das lässt sich quasi vieles, was im Realen möglich ist, im Virtuellen eher nicht so, dann doch wieder ins Virtuelle bringen. So viel dazu. Das war jetzt quasi der kleine Vortrag dazu. Gibt es bis hierhin Fragen? Falls nicht, würde ich euch einfach mal die Plattform zeigen. Okay, das sieht gut aus. Wie gesagt, ist immer schwer als Referent einzuschätzen, ob man quasi einfach zu schnell ist und es deshalb keine Fragen gibt, weil ich die Teilnehmenden überfordere oder weil es wirklich keine Fragen gibt. Also sagt einfach, wenn es irgendwo zu schnell ist, aber auch zu langsam geht. Wie sieht das mit Datenschutz aus? Nicht so gut. Das ist eben ein Problem bei Gathertown. Datenschutzmäßig ist Gathertown noch nicht, also kann ich es auf jeden Fall nicht uneingeschränkt empfehlen. Die Datenschutz-Private-Policy kann ich auch mal kurz reinposten. Genau, da könnt ihr euch auch stärker mit auseinandersetzen. Genau, welche Mail das. Ja, hat jemand gefragt, ob ich noch mal eine Mail in den Chat. Ah, okay, meine E-Mail-Adresse, meine private, genau. Die findet ihr auch in der Präsentation noch mal. So, jetzt ist hier aber auch noch mal im Chat. Schreibt mir gerne, falls ihr weiterführende Fragen habt. Ja, genau, datenschutzmäßig, dazu kann ich kann das nicht so gut einschätzen. Ich kann es nur einfach nicht empfehlen, im Sinne von, dass es jetzt, also man sollte immer darauf achten, was für Tools wir nutzen. Es ist jetzt nicht dramatisch, es ist jetzt nicht schlechter, aber sie nutzen zum Beispiel Google Meet als Grundlage ihrer Chats und des Videochats. Aus diesen Gründen ist es da schon wieder problematisch. Aber das ist wie bei allem, was mit Datenschutz zu tun hat, auch immer eine Frage der Anwendung, welche Informationen dann tatsächlich über so eine Plattform laufen. Ich würde jetzt bei Gathertown vielleicht nicht meine Mitgliederversammlung abhalten, wo hochsensible Daten ausgetauscht werden, aber wiederum eine Spielrunde am Feierabend wäre ich vielleicht unkritischer, aber das muss jede Organisation für sich selbst natürlich entscheiden. Ich starte jetzt einfach mal Gellertown für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Genau. Diese Karte habe ich tatsächlich selbst gebaut. Das heißt, diese Map haben wir genutzt letzte Woche bei unserem Community-Event. Ihr seht, wie ich mich als Avatar hier bewege. Ich gehe mal in den Bereich, wo unsere Teilnehmenden normalerweise ankommen. Der sieht so aus. Da vielleicht der erste Tipp, wenn ihr an Gathertown herangeht, ist es immer wichtig, die Teilnehmenden zu führen. Das ist eine ziemlich unübersichtliche Welt mit ziemlich vielen Funktionalitäten. Und da ist es immer schön, die Teilnehmenden an die Hand zu nehmen. Das haben wir jetzt gerade durch diese großformatigen Banner hier gemacht, dass man sich mit den Pfeiltasten auf der Tastatur bewegt, dass man X auf der Tastatur drückt, um mit Objekten zu interagieren, dass man G nutzt, um, jetzt seht ihr, werde ich zum Geist, um durch andere durchzulaufen. Und dass wir auch sogar mit 1 bis 6 verschiedene Reaktionen, die seht ihr jetzt hier unten mittig im Bild, ja, anzeigen könnt.
Ganz cool ist die Tanzenfunktion. Mit Z tanzen wir und es gibt ein kleines Herz über dem Kopf. Das finde ich immer ganz schön, wenn wir zum Beispiel in einer großen Gruppe stehen und irgendein schönes Element passiert. Prinzipiell ist das genau der Einstieg. Man kommt hier hin. Wichtig ist, wenn ihr euch mal Gathertown nähert und das für Teilnehmende aufbereitet, die vielleicht noch nicht so affin mit dem Tool sind, ist es wichtig, die Wegweisung, das haben wir in verschiedenen Szenarien getestet, zu übernehmen. Das heißt, ihr macht ausreichend Wegweiser in die Welt. Ihr sorgt dafür, dass die Bühnen klar benannt sind. Ich glaube, dass Orientierung ist mit eines der wichtigsten, um Teilnehmende dabei nicht zu verlieren, wenn ihr so eine Welt nutzt. Wir haben das so aufgebaut, dass wir am Anfang auch eine Information haben, die ist heute natürlich leer, aber normalerweise würden jetzt hier Teilnehmende stehen, die uns informieren. Apropos Teilnehmende, Gianni, willst du mir vielleicht in Gathertown, mich in Gathertown begleiten und in die Welt dazukommen? Ich sehe schon, du bist noch drin. Genau. Ich gehe jetzt mal auf Gianni zu und werde jetzt mein Video bei Zoom ausmachen und ihr werdet jetzt mein Video aber in Gathertown sehen. Genau. Stopp, Gianni. Warte mal kurz. So, jetzt sehen wir Gianni. Komm mal hier hoch, bitte. Genau. Perfekt. Jetzt, weil sonst sind wir so nah an den privaten Arealen. Das ist jetzt quasi die klassische Gathertown-Situation. Gianni und ich würden uns jetzt sehen. Also wir sehen uns gerade hier oben. Da sehe ich Gianni. Hier bin ich. Und jetzt könnten wir gemeinsam durch die Welt laufen und dabei miteinander sprechen. Und wenn Gianni jetzt wegläuft, oder ich weglaufe, dann verliert sich das Video auch wieder. Das heißt, das ist genau diese Interaktion, die Gathertown so spannend macht, dass es ein sehr natürliches Gespräche ermöglicht. Was vielleicht noch wichtig wäre, ich würde euch jetzt einfach mal Gianni zusammen eine Tour durch die Welt geben, damit ihr so einen Überblick bekommt, was man in Gathertown alles machen kann. Gianni, kommst du mit? Genau. Hier starten wir, hier haben wir quasi unsere Informationen gehabt. Wie gesagt, es ist super wichtig, Teilnehmenden immer wieder auch Möglichkeiten zu geben, zu fragen. Es ist eine andere Interaktion, es ist nicht Zoom. Gebt den Teilnehmenden Möglichkeiten auch für Fragen und auch Unverständnis zu äußern. Dann haben wir hier, ging es weiter, haben wir hier eine Liegewiese gemacht. Diese bunten Felder, das sind Felder, wo man private Konversationen haben kann. Ich gehe mal kurz raus, Gianni bleibt mal kurz drin, dann sehen wir, genau, oder sie folgt mir, genau, deshalb bleibt sie nicht drin. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo ich nur mit Teilnehmenden sprechen kann, die auch in diesen Feldern stehen. Gianni könnte uns jetzt, obwohl sie draußen steht, nicht hören. Das ist eine super Möglichkeit, um zum Beispiel Konferenzen abzuhalten. Zu den Landschaften werde ich später noch was sagen. Es ist sehr aufwendig, diese Karten zu konzipieren. Wenn man sie selbst konzipiert, ist es weniger aufwendig, schon vorgefertigte Muster zu nehmen. Da zeige ich euch später aber noch was. Darauf gehe ich noch mal in Ruhe ein. Wir gehen mal zur Strandbar. Ihr seht, wir haben hier einen Hauptweg konzipiert. Da war die Idee, dass wir quasi eine Querachse von links nach rechts haben, wo wir alle Räume finden können. Das haben wir auch als Orientierungselement so gewählt. Und haben dann verschiedene Bars bzw. Bühnen erbaut. Und das kann ich euch mal zeigen. Das hier ist zum Beispiel die Strandbar. Und hier sind so Objekte eingebaut worden, mit denen wir mit einem Klick auf X interagieren können. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel in einen externen Zoom-Raum abspringen. Das hat den Hintergrund, dass Gathertown normale Versammlungen, wenn wir jetzt quasi mit 25 Leuten auf der Karte wären, ist das die absolute Obergrenze, wo Teilnehmende miteinander simultan interagieren können. Das heißt, gleichzeitig können nur bis zu 25 Teilnehmer miteinander reden. Und daher ist es für größere Workshops immer ratsam, quasi diese Zoom-Konferenzen einzubauen. Und das ist ganz spannend, dass wir das mit X hier einfach quasi, wenn wir hier auf X drücken, öffnet sich dieses externe Fenster und ich könnte jetzt einer anderen Zoom-Konferenz beitreten und danach auch wieder problemlos zu Gathertown zurück. Und dadurch lassen sich eben klassische Workshop-Formate in Zoom, wenn auch zum Beispiel die Referenten irgendwie in Zoom etwas präsentieren möchten, mit dieser spielerischen Welt von Gathertown kombinieren. Weiter geht's. Gianni, ich kann eigentlich auch alleine weitermachen. Du musst mir nicht mehr folgen. Perfekt. Und da seht ihr, ganz natürlich läuft man weg. Das ist eben der große Unterschied zu anderen eher eindimensionalen Videoplattformen. Hier ist die Waldbühne. Da hat das Event bei uns gestartet. Da hatten wir eine coole Funktion. Hier oben konnte man versteckt durch den Zaun laufen, der sonst nicht passierbar ist, um auf die Bühne zu kommen. Hier können wir nämlich auch Bühnenelemente einbinden. Hier sehen wir zum Beispiel, dass jetzt im unteren rechten Bereich mein Bild durch einen orangen Button mit einem Mikrofon ergänzt wurde. Und das sagt uns, dass ich gerade broadcaste. Und jetzt könnten mich alle Teilnehmenden auf dieser Gathertown-Welt, und wenn es auch 100 wären, hören. Und das ist eine super Funktion, um zum Beispiel so ein echtes Bühnengefühl zu imitieren. Und das Besondere dabei ist, dass eben das
auch so ist wie bei einer echten Veranstaltung, dass Teilnehmende sich tatsächlich auch stumm schalten müssen, damit man nicht den ihren Widerhall auch hört. Das fanden wir ganz cool. Das hat irgendwie so ein bisschen pscht, mal wieder in den Raum zu sagen. Das hatte man lange nicht mehr. Bei Präsenz-Events war das wahrscheinlich zumindest vor Corona ein sehr regelmäßiger Ausdruck von Referentinnen. Seid doch mal bitte leise, ich würde gerne was sagen. Und dann kommen wir auch schon weiter. Das ist quasi die Hauptbühne und ich hatte es ja schon angekündigt, man kann auch verspielt auf Gathertown Dinge in Angriff nehmen. Das hier ist ein Spielebereich. Hier haben wir das farblich markiert. Das ist immer auch, wie gesagt, Orientierung ist die halbe Miete bei Gathertown. Und jetzt könnten wir durch die Interaktion X, die wir auch schon erklärt haben und auch hier nochmal in das Spielfeld integriert haben, verschiedene Spiele spielen. Ich habe Lust auf Tetris, also laufe ich mal hier rüber, drücke X und könnte jetzt aber auch nicht nur alleine, sondern wenn jetzt Gianni dabei wäre, mit anderen so ein Spiel spielen. Genau. Also es gibt eine Frage zur Interaktion. Also es gibt noch zwei andere Fragen zum Bau der Landschaft, aber ich denke, das kommt nachher. Genau. Die Frage war, ob auch andere Videokonferenzsysteme einbindbar sind in Gathertown. Ja, sind es. Ihr habt bei Gathertown die Möglichkeit, diese Objekte, das ist hier zum Beispiel, also nur als Hintergrund, das ist jetzt das Tanzparkett, das war eine Bühne. Da seht ihr dieses Mikrofon, was jetzt gelb aufleuchtet. Und das zeige ich euch gleich nochmal im Objekt-Creator. Das ist ein Objekt, was ihr quasi individuell mit einem Link belegen könnt. Also ich habe jetzt hier einen Zoom-Link hinterlegt. Es könnte aber auch ein Link zu Jitsi sein. Es könnte ein Link zu eurer Website sein. Diese Objekte lassen sich individuell anpassen. Und das ist eine der großen Stärken von Gathertown. Es ist echt laut hier draußen. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem gut versteht. Jetzt ist es wieder ein bisschen leiser. Wir verstehen dich gut. Super. Genau, hier das Freiluftkino, das ist gleiche Systematik. Hier ist ein Objekt hinterlegt, was quasi mit einer Interaktion versehen ist. Und durch einen Klick auf X öffnen wir einen Raum. Ich glaube, das war es soweit von den Grundfunktionalitäten von Gathertown, die ich euch gerne zeigen wollte. Ja, bevor du wechselst, kommt noch die Frage von Marion. Wie sicher ist Gathertown vor Abstürzen? Also, oh, gute Frage. Erfahrung. Unsere Erfahrung sagt, also Praxiserfahrung beim letzten Community-Event sagt sehr sicher, in den Vorübungen nicht so sicher. Ich glaube, es hängt davon ab, wenn ihr ein Paket bucht, wird quasi ein Server für euch reserviert. Das heißt, wenn ihr bezahlt für die Option, dann ist es so, dass ihr tatsächlich auch mit einer gewissen Sicherheit auch hinsichtlich der Serverstabilität rechnen könnt. Wenn ihr nicht bezahlt, hatten wir schon oft die Erfahrung, dass Teilnehmende dann nicht auf Gathertown reinkommen sollten. Das würde ich aber später auch nochmal sagen. Eins unserer Hauptlearnings aus Gathertown war, dass quasi Teilnehmende dass ihnen nicht nur eine Option geboten werden sollte, an einem Workshop teilzunehmen. Sprich, die Workshops über Zoom abzuhalten und das Event über Gathertown hat auch den Vorteil, dass im Fall der Fälle können wenigstens die Workshops besucht werden. Genau, hier nochmal ein paar Funktionalitäten. Unten links findet ihr die Teilnehmendenliste. Hier könnt ihr Teilnehmer lokalisieren. Genau, könnte ich Gianni zum Beispiel auf der Karte lokalisieren, sehe ich so eine grüne Linie. Ich könnte ihr aber auch folgen oder, weil ich der Host auf dieser Karte bin, auch in das Spotlight setzen. So, jetzt könnten wir Gianni überall auf der Karte hören. Dann haben wir hier noch einen Chat, der funktioniert ganz klassisch. Ein Kalender, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Da könntet ihr jetzt upcoming Events quasi in dieser Karte ankündigen. Und jetzt sind wir bei dem Teil, der uns wirklich interessiert, und zwar dem Builder. Gianni, hast du noch Fragen? Ich sehe, der Chat leuchtet auf. Ja. Ja, es gibt noch ein bisschen was. Und zwar gab es eine kleine Konfusion, weil du ja vorhin meintest, es gibt bis zu 25 Mitglieder, also Teilnehmende ist es kostenlos, aber jetzt hast du gerade gesagt, je nachdem, was man dazu bucht. Jetzt gibt es die Frage, wie teuer ist denn eine Buchung? Genau, wie teuer die Buchung ist, hängt von drei Faktoren ab. Es geht mit $2 die Stunde los, nee, $2 zwei Stunden. Wir können das auch gerade mal schauen. Ihr seht hier live dabei, hier gehen wir aufs Pricing. Genau, hier seht ihr das Preismodell. Pro User $1 für zwei Stunden, aber dann seht ihr auch schon die Einschränkungen. 10 Basisobjekte, 3 Advanced-Objekte. Das heißt, je nachdem, wie viel von diesen Fähigkeiten ihr, wie zum Beispiel die Absprünge in die Zoom-Räume, aber auch solche Optionen wie eine Website anzuzeigen, ihr nutzen wollt, je nachdem, und wie viele User ihr haben wollt und je nachdem, welche Moderationsfähigkeiten ihr haben wollt, zum Beispiel, ob ihr in der Lage sein wollt, Nutzer zu verbannen oder auch ausgedehntere Moderationsfähigkeiten, wie zum Beispiel diese Kalenderfunktion, die ich gerade gezeigt habe. All das spielt da mit rein.
Ich würde versuchen, ich glaube, die wenigsten kommen um den Cityplan herum. Metropolis ist oft etwas überdimensioniert. Wir haben es bisher meistens mit City geschafft, hängt aber da ganz markant davon ab, wie viele Interaktionsmöglichkeiten ihr haben wollt. Die reine Kartengröße ist dabei nicht so wichtig. Das Wichtige ist, sobald ihr über die 25 rüberkommt, zahlt ihr für jeden Nutzer. Das heißt, da müsst ihr quasi, wenn ihr 26 Nutzer habt, 25 plus 1 quasi Lizenzen kaufen, das heißt 26 Nutzerlizenzen und eben nicht nur die eine, die drüber ist. Das kann Gathertown zu einer ganz schön kostspieligen Angelegenheit auch machen. Genau, jetzt würde ich noch 10 Minuten in den Bau dieser Welten eintauchen und dann zurück ins Plenum. Gianni, was sagst du dazu? Ist das okay? Gibt es noch Fragen, die unbedingt geklärt werden sollten? Nee, es gab noch zwei Fragen, die sich auf das Konzipieren von Landschaften beziehen. Vielleicht kann ich die jetzt so in Einleitung sagen. Voll. Also zum einen die Frage, wie lange du gebraucht hast, um diese Map aufzubauen. Diese Map habe ich tatsächlich komplett eigenständig gebaut, hatte nur eine Grundlagen-Map. Dafür habe ich ungefähr 2 bis 3 volle Arbeitstage benötigt. Ich würde mich als sehr digitalaffin bezeichnen, ich bin sehr erfahren auch in der Bildbearbeitung, was beim Bauen von Karten auf jeden Fall ein enormer Vorteil ist. Und würde jedem Unerfahrenen in der Bildbearbeitung und jedem, der nicht oder der oder die nicht sehr affin mit digitalen Tools sind, empfehlen, da eher mehr Zeit einzuberechnen. Weil darauf gehe ich gleich ein. Das Bauen von Karten nicht gleichzusetzen ist mit dem Nutzen von verschiedenen vorgefertigten Karten. Das ist ein enormer, enormer Unterschied in der ja, im Aufwand. Jetzt habt ihr hier, genau, ein Objektpicker und ein Mapmaker. Das zeige ich euch jetzt mal. Hier ist der Mapmaker. Genau. Das ist die Option, die ihr seht, wenn ihr quasi die Karte aus der Admin-Konsole heraus seht. Hier seht ihr jetzt quasi die Karte aus der Draufsicht, durch die wir uns gerade bewegt haben. Und ihr seht die verschiedenen Optionen, die wir zuvor gemacht haben. Ihr seht, dass dieses Kachelmuster, das ist quasi die Grundlage aller Gathertown Maps, ist dieses Kachelmuster. Und dieses haben wir individuell definiert. Den Hintergrund, den ihr jetzt seht, die Bäume, aber auch die Bänke, all diese Gestege, all das habe ich quasi in einem anderen Programm eingefügt. Was ihr hier ändern könnt, sind quasi die Areale, durch die ihr durchgehen könnt. Ihr könnt diese privaten Areale nutzen und ihr könnt bestimmen, wo Objekte liegen. Das heißt, zum Beispiel hier, ich zeige euch das mal in der Makroperspektive, das war ja zum Beispiel ein Zoomraum. Da sind wir jetzt oben bei Objekten, können das Objekt auswählen und das sind jetzt zum Beispiel als eine Virtual Reality Brille, die wir quasi als Objekt mit einem Zoomraum hinterlegt haben. Das seht ihr hier. Aber die Schrift im Hintergrund und auch Freiluftkino, all das haben wir quasi davor schon vordefiniert. Die könnten wir jetzt aber auch hinzufügen. Ich mache das einfach mal exemplarisch. Ich hätte jetzt gerne noch einen Schriftzug auf dem Boden und gehe auf More Objects. Das ist sehr überfordernd, das ist ein sehr großes Menü. Lasst euch davon nicht abschrecken. Es gibt aktuell, ja genau, es gibt einfach sehr viele Optionen schon. Da ist wichtig, sich einfach ein bisschen Zeit zu nehmen. Mit der Zeit kommt das. Ich möchte jetzt Movement Instructions, also Hinweise, wie ihr euch durch diese Karte bewegen könnt. Das wähle ich jetzt an, gehe auf Select und kann das jetzt hier platzieren. Das sagt jetzt quasi, use arrow keys to move. Das heißt, jetzt wissen Teilnehmer, wenn sie sich dort quasi bewegen, ja, ich muss meine Pfeiltasten nutzen. Dann möchte ich dieses Objekt löschen. Dazu gehe ich hier auf die Eraser-Option. Jetzt gibt es quasi unseren Zoom-Raum nicht mehr. Stattdessen möchte ich jetzt hier eine Spielecke machen, dann gehe ich auf Objekte, More Objects, also mehr Objekte, hier in den Spielebereich und schau mal, auf was habe ich denn Lust? Ich würde gerne Crossword-Rätsel machen, das heißt Embedded Website, Down for a Cross, also dieses Crossword-Rätsel ist nichts anderes ist als ein Objekt, genau, also ein Kreuzworträtsel, was quasi, wenn wir jetzt den Fall nehmen mit Select, und uns das hier anschauen, auf eine externe Website verlinkt, die Crossword-Rätsel einbietet. Das heißt, wir machen nichts anderes, als ein Objekt, was jetzt hier aussieht wie eine Zeitung, mit einer anderen externen Website zu verbinden. Und hier könnt ihr noch auswählen, wie viel von diesen Kacheln, ihr seht hier 1, 2, 3, 4, möchten 4 Kacheln Abstand, dass man quasi in einem weiten Bogen um dieses Objekt herumstehen kann, um es zu aktivieren. Und gehen wir auf Speichern. Jetzt können wir mal in der Welt dahin laufen, dass wir sehen quasi, was wir gerade
gebaut haben. Und jetzt sind wir schon auf dem Weg dorthin. Genau, ich kenne mich natürlich hier auch aus, deshalb geht das ein bisschen schneller. Wie ihr seht, es ist unglaublich wichtig, diese Orientierungsoption mit dem Freiluftkino und der Bühne hier zum Beispiel als Wegweiser drin zu haben, weil sonst ist es für Teilnehmende, die die Karte nicht kennen, sehr schwer, sich zurechtzufinden. Jetzt sehen wir hier schon, da ist unser Use Arrow Keys to Move und unsere Zeitung. Und jetzt können wir mit Drück auf X auch unser Crossword-Rätsel, also unser Kreuzworträtsel, genau. Ah, ich bin ganz schlecht heute mit dem Englisch-Deutschen wechseln, starten. Jetzt könnten wir hier verschiedene Kreuzworträtsel zum Beispiel aus den New York Times spielen. Könntet ihr aber auch auf eure externe, zum Beispiel könnten wir jetzt auch anstatt dessen auf die D3-Website, genau, D3, so geht digital. Genau, zack, schauen wir mal, ob das klappt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Könnten aber auch ganz einfach auf diese, genau, gehen nochmal in den Mapmaker, das sind zwei Tabs, fügen jetzt hier diese URL ein, gehen auf Speichern und dann könnte ich jetzt hier X drücken und ich würde statt dieser Website, wird jetzt die D3-Website kommen. Das heißt, das so als Beispiel, die Objekte lassen sich individuell konfigurieren. Da habt ihr alle Möglichkeiten, ein bisschen zu Whiteboards, verschiedenste Optionen, quasi diese Welten zu gestalten. Jetzt die Frage, okay, Objekte schön und gut, aber ich will eine eigene Welt machen. Das geht, indem ihr, wenn ihr jetzt die Hauptwebsite von GatherTown öffnet, ich kann sie auch mal reinposten, durch den Klick auf Launch Gather. Jetzt seht ihr verschiedene Räume, die ich hier schon angelegt habe. Und unten drunter, das ist jetzt quasi eine andere Admin-Ansicht, eine Ansicht, die Nutzende auch nicht sehen, genauso wie die Mapmaker-Ansicht. Create New Space. Und dann haben wir hier schon ganz viele vorgefertigte Templates, von denen wir eigentlich einfach nur einen auswählen müssen. Das geht von groß bis klein. Ihr seht immer die Orientierung auch an Nutzenden, die auf die Karte passen. Ich hätte gerne ein antikes Office mit einem Park. Und genau, ich sage, es ist unser Open Transfer Test Space. Genau. Und ich mache es aus anderen Gründen. Genau. Und jetzt klicke ich auf Create Space und kann direkt in die Karte rein. So, jetzt sehe ich quasi, diese Karte habe ich jetzt genauso bekommen und die hat schon ganz viele Funktionen. Aber ich sage, ich möchte jetzt unbedingt hier mitten im Raum noch ein Whiteboard haben. Dann haben wir nicht nur den Mapmaker, den wir jetzt quasi, den ihr quasi schon bei der anderen Karte gesehen habt, den habt ihr hier auch. Der ist natürlich etwas überfordernd, weil das eine vorgefertigte Karte ist. Hier zum Beispiel seht ihr auf der linken Seite die Ruheareale. Das heißt, Leute, die sich in diesem Bereich bewegen, das können wir auch mal kurz anzeigen. Genau, ich schließe mal die andere Karte. Sind dann quasi in einem Areal, wo nur der Raum, wo ihr nur den Raum hört, aber nichts anderes. Das wäre quasi das Äquivalent zu dem, was ihr auf der anderen Karte im Strandbereich gesehen habt. Quasi die Areale für Gruppenunterhaltung, die ungestört sind. Wir können aber hier auch genau in der Karte live Objekte hinzufügen. Wir meinten, wir wollen für eine Präsentation etwas. Genau, wir wollen ein, genau, schauen wir mal, was wir so haben. Wir wollen ein Dokument anzeigen. Wir können das jetzt hier hinlegen. Genau, da ist es. Das können, diese Fähigkeit könnt ihr auch Teilnehmenden geben, sodass andere Teilnehmende einfach quasi auch die Map erweitern können. Und jetzt durch Klick auf X, wie ihr es schon kennt, öffnen wir ein Dokument. Jetzt könnten wir hier zum Beispiel einen Google Doc öffnen. Ah, ist dazu direkt eine Frage passend. Vera Bauer möchte gerne auch in ihrer Map ein Fotoalbum oder eine Präsentation einfügen. Aber geht das nur mit einem Google-Konto oder weißt du, ob es da auch andere Möglichkeiten gibt? Es geht nicht, ihr braucht kein Google-Konto dafür. Wie bereits gesagt, ihr könntet dort zum Beispiel jetzt auch, wenn ihr jetzt einen offenen Texteditor nimmt, wie zum Beispiel Etherpad, könntet ihr auch hier die Website ändern. Das habe ich ja vorhin mit der D3-Website einmal gezeigt. Und dann würde sich quasi in dieser GatherTown-Welt die externe Website von Etherpad öffnen. Dann könntet ihr gemeinsam in einem ja, deutlich nachhaltigeren Tool als Google arbeiten. Mhm. Genau, das wäre es von meiner Seite mit GatherTown. Ich mache das Ganze mal wieder zu und springe zurück zur Präsentation. Habe ich noch einen Slide, nämlich zu den Grenzen von GatherTown und dann bin ich auch durch mit dem Monolog. Es tut mir leid, dass ich so viel geredet habe. Ich hätte gerne mehr Austausch gehabt, nur GatherTown hat so viel zu. Es braucht immer ein bisschen, habe ich das Gefühl, bis man die Plattform komplett verstanden hat.
Genau, Vera, du hast die Hand gehoben, vielleicht erstmal dazu. Ja, ganz kurz eben, ich hatte gerade die Frage zu dem Album. Ich habe nämlich tatsächlich mich gestern und vorgestern mal ein bisschen damit beschäftigt und bin an meine Grenzen gestoßen. Deswegen passt es sehr gut, dass du die Session heute dazu anbietest. Du meintest ja gerade, man braucht gar kein Google-Konto. Kann ich aber auch einfach Bilder hochladen von, was weiß ich, dem Desktop oder ähnliches? Da habe ich nämlich immer nur geschafft, dass maximal eins geht. Also das heißt, ich muss es schon immer verknüpfen mit einer externen Website oder ähnlichem, um es dann da wieder einzufügen. Wie würdest du denn gerne die Bilder anzeigen? Also wir wollen so ein Nostalgiezimmer machen, wo wir sozusagen Bilder von Matchings, die bisher stattgefunden haben. Also wir machen einen Mentorenstammtisch quasi, ist das Ziel. Und ein Nostalgiezimmer mit verschiedenen Bildern von bisherigen Matchings. Und da wäre es schön, wenn halt ein paar Bilder in diesem Fotoalbum drin wären oder in einer Präsentation oder ähnlichem. Absolut. Ja, genau. Da wäre es zum Beispiel, da würde ich jetzt auf irgendeiner Fotowebsite verschiedene Alben anlegen und dann aber verschiedene Objekte zu jeweiligen Alben einbauen. Das wäre der Weg, den ich nutzen würde. Es gibt von Gathertown selbst keine Möglichkeit, da quasi Fotos zu hinterlegen, außer durch die Objektfunktion. Und ihr könntet aber, wenn ihr jetzt eine Welt selbst baut, auch ein Foto als Hintergrund nehmen. Aber wie ihr seht, das ist sehr verpixelt. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja, Genau, also wie okay. gesagt, einfach immer auch ein bisschen herumspielen mit diesen Einbettungsmöglichkeiten. Vielleicht findet ihr eine coole Website, die gut zu Gathertown reinpasst. Da muss man auch immer schauen, was harmoniert auch. Also jetzt zum Beispiel irgendeine sehr grafisch anspruchsvolle Website wäre vielleicht nicht das Richtige, sondern eher irgendwas, wo Leute sich schnell und simpel zurechtfinden. Ja, aber cool, dass es passt vom Timing her mit der Session. Gibt es sonst noch Danke. Fragen? Genau, dann zu den großen Learnings. Celia hat eine Frage. Ah, cool, gerne direkt stellen. Ja, du meintest ja, dass man Zoom-Links integrieren kann, aber diese normale Plattform, die sich öffnet, also diese, was ist das für eine Videoplattform oder? Das ist Google Meet, soweit ich weiß. Ah, Deshalb auch okay. der eingeschränkte Datenschutzhinweis. Ich kann das Okay. einfach schlecht beurteilen. Dann müsst ihr schauen, ob ihr einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließt oder nicht. Deshalb auch so dieser Hinweis: Gathertown ist cool, aber nicht ganz unbedenklich. Okay. Gibt aber, ja, genau, auch ein paar Alternativen, die ich euch gleich noch zeige. Aber cool, ja, cool, wenn wir ein bisschen Interaktion haben. Dann verschiebe ich die Präsentation ein bisschen. Ich finde es schöner, mit euch ein bisschen in Austausch zu kommen. Rita, du hast die Hand gehoben. Ja, ich frage mich, ob das quasi, oder ich hätte gedacht, oder ich würde denken, so rum, dass das die Weiterentwicklung der Zoom-Konferenzen ist, dass es einfach mehr Spaß macht und man sich dann über so eine Welt eher trifft. Mich interessiert, wenn ich jetzt so eine Veranstaltung machen würde und so einen Raum erstellen würde, kann man sich vorstellen, dass jetzt schon die Teilnehmer sich damit zurechtfinden oder braucht man da eine halbe Stunde Vorlauf, um alles Mögliche zu erklären? Also wo stehen wir gerade strategisch gesehen, so in der Entwicklung? Spannende Frage. Ich sage es mal so. Es hängt natürlich immer von der Zielgruppe ab. Also wenn wir eine Zielgruppe haben, die sich immer noch nach einem Jahr Pandemie mit Zoom-Meetings schwer tut, dann ist das vielleicht nicht die richtige Variante, um das Event abzuhalten. Gleichzeitig ist es so, dass wir haben zum Beispiel immer eine sehr durchmischte Zielgruppe und da bieten wir eben normalerweise ein kleines Tutorial-Video an, wo quasi wir im Vorab die Funktion erklären, die Schritte, um in diese Konferenz reinzukommen, auch die Unterschiede. Es bietet sich halt immer an, die Analogie zu Zoom zu suchen, weil das ein Tool ist, was viele schon kennen. Das heißt, umso näher man die Leute von da abholt, wo sie schon stehen, sprich Videokonferenz-Tools schon nutzen, umso eher klappt das dann auch. Wir haben aber auch, vor allem wenn ihr eine Veranstaltung konzipiert, auch die Erfahrung bekommen, dass es gemacht, dass es halt für Teilnehmende oft einfacher ist, wenn wir sie wirklich auf die Plattform zwingen, weil wenn das als optionale Option gegeben ist, dass dann oft auch Teilnehmende abgeschreckt sind. Also wenn es so eine Networking-Option ist. Also wenn ihr das macht, würde ich empfehlen, das auch voll und ganz durchzuziehen und dann aber auf der Plattform auch mit Teilnehmenden, mit Gianni zum Beispiel, bei uns hat das gemacht, also Leute aus dem Team, die die Plattform gut kennen, platzieren, Informationsstand aufbauen, die Leute dort quasi, man kann auch einstellen, wo die Leute in die Map reinkommen, da direkt sie abholen und ihnen quasi mit Hilfe und Rat und Tat zur Seite stehen. Und das vielleicht ist ein sehr guter Übergang, wir haben das nicht abgesprochen, aber dann zeige ich vielleicht auch mal die Grenzen der Plattform und was man beachten sollte, wenn man so ein Event aufbereitet auf Gathertown. Genau. Entschuldigung, wirst du glauben, dass das die Zukunft wird oder ist das eine Spielerei für eine begrenzte Gruppe? Ich glaube, es ist, um ehrlich zu sein, es ist eine sehr attraktive Option, um virtuelle Konferenzen abzuhalten. Ich glaube nicht, dass es die klassische Videokonferenz ersetzt, weil es eben auch Grenzen gibt und weil
ist auch einfach als Option gerade attraktiv ist, um eine Alternative zu dieser immerwährenden Zoom-Konferenz zu schaffen. Und das ist eben, glaube ich, also ich kann da, wie gesagt, nur aus meiner ganz persönlichen Perspektive sprechen. Ich glaube, es ist eine sehr attraktive Option, um Sachen aufzulockern. Es wird aber den Stellenwert der klassischen Zoom-Konferenz nicht unbedingt, derzeit zumindest noch nicht, dem gefährlich, einfach weil es auch mit mehr Kosten verbunden ist, weil es mit mehr Aufwand verbunden ist und weil eben auch technische Grenzen da sind, zu denen ich jetzt nochmal ein Wort sage. Danke. Genau. Vielleicht danach nochmal kurz fragen oder gibt es was ganz Dringendes, dem Verständnis halber? Nee, dann sage ich noch kurz zwei Sätze zu dem, was es eben auch nicht kann, weil ich glaube, dass das auch eine gute Antwort darauf liefert, warum es eben vielleicht Zoom nicht ersetzt. Ganz wichtig, was wir lernen mussten, wir haben Workshops zur Barrierefreiheit angeboten oder eher gesagt, wie kann man sich im Bereich Barrierefreiheit im Digitalen verbessern, und da mussten wir ganz hart lernen, Gadgetown ist nicht barrierefrei, ist auch nicht barrierearm, das kann die Plattform nicht. Blinde Menschen können die Plattform eigentlich nicht nutzen, außer sie werden begleitet. Taubstumme Menschen haben massive Probleme, da selbst KI-Untertitelsoftware, die wir für die Zoom-Räume genutzt haben am letzten Event, nicht funktionieren, weil man sich ja individuell bewegt, sprich man müsste jedem Einzelnen mit einer KI-Untertitelsoftware ausstatten. Das ist einfach logistisch sehr schwierig. Dazu kommt hinzu der individuelle Bau, also wenn ihr quasi nicht die vorgefertigten Welten nutzt, die ich schon gezeigt hatte, quasi so wie wir eine Welt eigenständig baut, sind die technischen Hürden einfach sehr hoch. Es wird externe Software genutzt, muss genutzt werden, die ist zwar Open Source, das fand ich cool. Gadgetown gibt einem auch viel an die Hand, an Bausteinen, also man muss da nicht bei Null anfangen. Gleichzeitig ist es eine Herausforderung, die wirklich nicht zu unterschätzen ist, und wenn man ein sehr individuell abgestimmtes Event haben will, wo man eine bestimmte Anzahl an Bühnen hat, die so und so viele Menschen fassen, ist es einfach für uns sehr aufwendig. Man kann da auch externe Agenturen beauftragen, das haben wir auch schon in der Vergangenheit, ist dann aber auch dementsprechend kostspielig. Und vielleicht noch einer der Hauptpunkte: Videoverbindungen sind simultan nur bis zu 25 Teilnehmenden möglich. Das wäre jetzt bei unserer Workshop-Größe kein Problem. Wenn wir jetzt aber eine Zoom-Konferenz aus 100 Leuten hätten, könnten wir die zumindest nicht mehr so in Gadgetown abhalten, dass die Teilnehmenden gegenseitig sich auch zum Sprechen sehen. Das heißt, man könnte dann nur broadcasten, das heißt top-down, aber man könnte nicht mit 100 Teilnehmenden abwechselnd oder gleichzeitig interagieren. Ganz großes Manko für größere Versammlungen. Und das ist unabhängig vom gebuchten Paket. Und last but not least, es treten immer wieder Serverprobleme auf, das kam vorhin schon auf. Wir hatten immer die Backup-Lösung mit den Zoom-Konferenzräumen. Wir haben auch E-Mails bereitgehalten, dass wenn Gadgetown komplett ausfällt, dass alle Teilnehmenden automatisch eine E-Mail bekommen mit den Zoom-Räumen. Das war ganz wichtig, weil eben diese technischen Hürden, die mit so einer auch sehr vielfältig nutzbaren Plattform kommen, nicht zu unterschätzen sind. Das waren so unsere Haupt-Learnings. Immer eine Backup-Lösung bereithalten. Und wir haben uns auch noch nicht getraut, die Workshops komplett über Gadgetown abzuhalten. Das wäre auch möglich, aber genau, das muss man dann individuell auch abwägen, ob die Veranstaltung sich dafür eignet. Super, vielen Dank, Aris. Es gibt drei Alternativen: Work Adventure, WonderMe und Topia. Die wollte ich einfach noch genannt haben. Vielleicht kennt ihr sie, vielleicht kennt ihr sie nicht. Macht euch einen Screenshot, schaut in die Aufzeichnung. Das sind coole Alternativen, einfach um nicht nur über Gadgetown geredet zu haben. Es gibt noch mehr Plattformen, die Ähnliches machen. Yes. Super, Aris, vielen Dank. Sorry, dass ich dich kurz unterbrochen habe. Es gab vorhin noch eine Frage im Chat und ich finde, sie ist eigentlich perfekt für den Abschluss. Was sind dann deine Tipps zur Nutzung von Gadgetown? Also deine ganz knackig, wenn man das selbst bauen möchte und anwenden möchte, was wären so drei Sachen, die man mitbringen muss? Top 1 ist, konzipiert euer Event für Gadgetown. Das heißt, macht keine klassische, also wenn ihr Gadgetown nutzt, dann überlegt, wie ihr das Event quasi ganzheitlich auf der Plattform abbilden kann. Das heißt, mit Spielecken, mit Workshop-Areas, wie könnt ihr die Plattform aktiv nutzen? Das war auch eines der Hauptfeedbacks zu unserem Community-Event, das wir oft gehört haben, durch den massiven Absprung in die Zoom-Konferenzen, wenn wir zu wenig, oder es war eins, zwar, wir hatten viel positives Feedback, aber auch kritisches, und eines der hauptkritischen Punkte war, mehr Zeit noch in der Plattform zu verbringen. Wenn ihr Gadgetown anbietet und diesen technischen Herausforderungen quasi den Teilnehmenden zumutet, dann nutzt die Plattform auch aktiv. Das heißt, die Leute sollen dann wirklich, und das geht eben auch, vor allem das haben wir auch erfahren, tut vielleicht aktiv die Leute an die Hand nehmen. Da ist oft der natürliche Hemmschwelle noch da. Sprich, platziert Leute, die auch Teilnehmende quasi aktiv in Gespräche verwickeln, denen sagen, hey, sprecht Leute an, geht auf Leute zu, weil dafür ist die Plattform da. Die ist für informellen Austausch, die ist für natürlichen Austausch, der eben nicht auf dieser klassischen Zoom-Ebene stattfindet. Learning 2 ist,
Seid bereit, eure Experimente einzugehen. Die Plattform ist nicht perfekt, bei uns hat auch nicht alles perfekt funktioniert. Wenn ihr euch für Gellertown entscheidet, kommuniziert das vielleicht auch im Vorhinein, dass ihr sagt, hey, es ist für uns auch ein Versuch. Irgendwann wird die Plattform vielleicht stabiler sein, irgendwann wird vielleicht, werdet ihr auch erfahrener sein, dann könnt ihr auch da kommunizieren, das wird alles top laufen. Wir haben ganz klar kommuniziert, für uns ist es auch ein Versuch. Kommt mit auf diese Reise, experimentiert mit uns. Und Top 3, nehmt die Leute wirklich auch von der Navigation auf der Karte mit an die Hand und macht ganz klare Wegführung. Das ist ganz wichtig. Und die Karten nicht zu groß wählen. Zu große Maps schrecken Leute ab, dann stehen keine Leute mehr zusammen, niemand redet mehr miteinander, alle fühlen sich verloren und springen am Ende ab. Genau, ich glaube, das sind so meine 3 Key Learnings. Und wie gesagt, es gibt Grenzen der Plattform, Barrierefreiheit mitdenken, Alternativen, Backup-Lösungen mitdenken, falls wirklich ein Totalzusammenbruch kommt oder Teilnehmende nicht in die Räume kommen. Genau, also das vielleicht noch wirklich auf Sicherheit spielen, wenn ihr so eine experimentelle Plattform nutzt. Das war's von meiner Seite, das war's von D3. Wir gehen jetzt auch mit der plötzlichen Digitalsprechstunde in eine Sommerpause. Also ihr werdet nicht länger nicht mehr auf eurem Zoom-Bildschirm sehen. Vielleicht sind einige auch froh nach den ganzen Zoom-Konferenzen im letzten Jahr. Wir sehen uns im August wieder, vielleicht auch zur plötzlich Digitalsprechstunde. Hat mir riesig Spaß gemacht mit euch. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Danke, Gianni, für den tollen Host.